Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nazaralter und bei Space Engineers. Wir sind wieder in unserer Corvette unterwegs. Da hinten ist unsere Station. Zwischen den Folgen, Markus hat die repariert. Und ja, da vorne ist noch diese Space Pilot Station. Die möchte ich auf jeden Fall aus dem Weg haben, weil ich traue der so genauso weit, wie ich sie etwa werfen kann. Heißt gar nicht. Im Moment war die jetzt zwar relativ ruhig, also die hat zwischen den Folgen hat mich jetzt nichts daran gehindert, mein Raumschiff wieder zu reparieren, aber wir wissen alle, das muss nichts heißen. Deswegen geht's hier mal vorsichtig in die Nähe und wir machen es genauso wie beim letzten Mal. Wir schauen, dass wir wieder auf die Distanz von etwa knapp, ja, mit einem Kilometer rankommen, dann locken wir das Ding auf und fliegen im Kreis drumherum. Kann ich sie schon aufschalten? Noch nicht. Jetzt kann ich sie aufschalten. Die Türme sind alle an und da geht es auch schon los, weil dadurch, dass sie aufgeschaltet sind, gehen die ersten Türme hier schon auf Distanz. Da kommen gleich zwei Drohnen angeschissen, das heißt, denen werden wir mal vorsichtig begegnen, aber mit ein bisschen Schub drauf. Jau. Kann man ein paar Screenshots machen, ihr wisst ja wieder dies, ne? Darf ja auch schön aussehen. So, aber jetzt schauen wir erstmal, bevor wir weiter hier rumscreenshotten, erstmal, was mit den Kollegen da oben ist. Wieso schießen die an mir vorbei? Wo fliegen die denn jetzt hin? Fliegen zur Basis oder was? Oder stürzen die gerade in die Gravitation? Ich glaube tatsächlich, die schmieren gerade ab. Ernsthaft? Das sieht so aus, als ob die irgendwie zueinander Gravitation gespawnt sind und deswegen jetzt gerade kleinere technische Schwierigkeiten haben. Ja, die... Clever. Hm. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den Railgun Turret. Das ist nicht der Railgun Turret. Das, ja, okay, der hat jetzt gerade mal, achso, ne, das war die Kiste. Hm. Sehr gut, das funktioniert prima so, lässt sich gut snipern, wenn man irgendwie, ja, ein bisschen doof gedreht ist. Sekunde, das fixen wir. Gehen noch ein Stück näher ran. Und jetzt nochmal ins Türmchen rein. Ja, ja. Was ist denn das? Oh, da ist noch ein Schiff. Naja, weißt du was? Ja, daneben. Das war natürlich klasse gezielt. Okay, das mit dem Schiff erledigt sich, glaube ich, gerade schon. Ich kümmere mich vielleicht mal lieber darum. Das sieht nämlich aus, als könnte das gefährlich werden. Jetzt nicht mehr. Na, der strengt sich aber an. Na komm. Okay, das sollte aber gesessen haben. Da sehe ich noch was, was mir aussieht wie Gatling Turrets oder irgendwas anderes. Was auch immer es war, jetzt ist es nicht mehr. Auch dieses Türmchen sollte der Vergangenheit angehören. Da oben ist auch noch einer. Okay, den haben wir, glaube ich, gebrezelt. Na komm. Okay, der brennt.
Der dürfte auch Geschichte sein. Nachdem jetzt nichts mehr schießt, würde ich annehmen, wir haben es geschafft, das Ding zu entwaffnen. Zumindest aus dem Winkel, aus dem wir gerade anfliegen. Ja, ja, ist gut, Spiel. Sehen wir noch irgendwas? Da unten ist noch einer. Ich habe ein bisschen Schiss, den so zu feuern. Lassen wir vielleicht mal. Da unten fliegt noch ein Assert rum, aber ich glaube, der müsste mir jetzt egal sein. Da ist was in Reichweite. Eindrehen und Gas geben. Oh, da haben wir, glaube ich, gerade ein bisschen was kassiert. Ja, da ist immer noch irgendwas, was lebt und Schaden macht. Apropos Leben und Schaden machen. Wir könnten vielleicht mal unsere Welder anschalten, die wir hier extra drin haben. Haben wir ein bisschen was abgekriegt, aber ich glaube, wir haben es. Da ist immer noch gut, was Schaden macht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, jetzt sollte aber Ruhe sein, oder? Okay, wir schalten die Türme mal ab, sonst ist gleich nichts mehr da, was wir noch irgendwie selber tun können. Und mit Steuerung Z. Schiff, was tust du da? Oh, super, voll reingerammt. Gibt die Gas oder was ist da los? Das verstehe ich gerade nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Okay, irgendwas schießt da. Noch ein Interior Target von uns. Oh. Nee, wir sind nicht in Schwerkraft. Alles gut. Ich dachte gerade für eine Sekunde, wir wären da Schwerkraft. Das wäre natürlich blöd. Ich glaube, irgendeine der Türme ist noch auf Schieß auf alles eingestellt. Der da ist es. Der ist nicht anders ausgegangen. Okay, was macht das Ding da? Beziehungsweise warum bremsen wir nicht irgendwie schön ein und kommen irgendwie auf einen Kurs, der relativ dazu ist? Hier ist noch viel zu viel Bewegung. Siehst du das? Der ballert da voll dran vorbei.
Und ich verstehe es gerade nicht, warum. Na gut, unsere Fronttriebwerke haben es natürlich ein bisschen, mitgenommen. Versuchen wir von Hand ran zu steuern, vielleicht hilft das. So, und jetzt gibt das Ding wieder Gas. Ich versuche weiter auszubremsen. Schauen, dass wir die Geschwindigkeit möglichst genullt kriegen. Okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nee, das funktioniert gerade gar nicht. Aus irgendeinem Grund hat die ein eigenes Kontrollmodul, kann die Manöver fliegen. Das sieht so aus, als ob die selbstständig fliegt. Ne? Okay. Problem ist, wenn die das jetzt tut. Dann sehe ich eigentlich nur. Okay. Jetzt ist Ruhe. Was? Okay, ich will mich nicht beschweren. Wenn jetzt Ruhe ist, ist jetzt Ruhe. Das heißt, wir können auf jeden Fall erstmal hier hingehen und uns ein bisschen Teile klauen. Gott, sieht die optisch schön aus. Jetzt hart reingehauen. Ganz hart hat sie reingehauen. Leck mich fett. Warte mal kurz. So, hoffentlich lässt jetzt irgendwie wieder dieser unsägliche Frosch wieder, lässt mich jetzt hoffentlich wieder in Ruhe. Inventar ist voll. Das heißt, wir kippen mal schön ein. Also am liebsten würde ich das Ding ja irgendwie. Würde ich das Ding ja tatsächlich. Würde ich das Ding jetzt hier schön andocken und abziehen. Also sprich, schön nach Hause mitnehmen. Das fände ich, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Triebwerkskomponenten einstecken. Um unsere zerstörten Triebwerke wieder hinzukriegen. Hatte ich hier eigentlich einen Projektor drin? Ich frage einen Freund. Okay, hier vorne haben wir natürlich ordentlich was kassiert. Das ist, ja. Alter. Kein Wunder, dass er also noch nicht mehr gescheit gebremst hat, weil womit? Mal irgendwie Ionentriebwerke haben wir da. Das sind aber nicht die Sci-Fi. Dann nehmen wir uns die Sci-Fi. Gar kein Thema. So, kleines Triebwerk. Achso, hier war ja gar keins drin. Hehe. Hier oben waren noch welche. Ja. Okay, das soll schon die richtige Farbe. Ja, genau. So setzen wir es hin. Das funktioniert bestimmt ganz gut. Schon wieder Auto-Rotate an, ne? Das ist geil. Ich liebe diese Funktion. Alle mögen Auto-Rotate. Okay, da müssen wir noch ein bisschen mehr einkassieren als das. So, aber wir schauen jetzt erstmal, was gibt's hier drin. Haben wir irgendwo zufälligerweise einen kleinen Eingang reingeschossen? Ich frage einen Freund.
da haben wir einen Eingang reingeschossen. Ein bisschen aufpassen müssen wir nur, weil hier sind wahrscheinlich noch irgendwelche Türmchen drin und wir alle wissen, wie viel Spaß ich damit immer habe. Auf jeden Fall sind noch ordentlich Batterien dran. Türen werden natürlich wie immer total überbewertet. Kann natürlich sein, dass da schon keine Batterien mehr drin sind, weil einfach meine Türme schon irgendwie auf alles, was Waffe ist, geschossen haben. Hier haben sie auf jeden Fall auch massiv Schaden angerichtet. Okay, hier viel fliegen kann die aus eigener Kraft nicht mehr. Das ist einerseits gut, andererseits ein bisschen blöd, wenn wir sie abtransportieren wollen. Und tatsächlich, ich glaube, ich möchte das tun. Ich möchte dieses Ding abtransportieren. Da vorne kommt eine Assert angescheißert. Fliegt in unsere Richtung oder fliegt er woanders hin? Der fliegt woanders hin, okay. Die nächste Frage ist, gibt es hier irgendwo eigentlich Beute? Ich meine, wir haben uns jetzt hier sehr viel Mühe gemacht, das Ding auseinander zu dellern. Und hier ist ein Container, für den uns aber noch so ziemlich alles fehlt. Gucken wir mal, ob wir aus der Tür genug Teile gezogen kriegen. Es fehlen noch ein paar kleine Stahlröhrchen. Ja, okay. Schiff ist noch da. Ich war gerade ganz kurz eine Mischung aus irritiert und besorgt. Hier einfach mal ein paar Conveyor zerlegen. Da ist vielleicht auch noch was drin. Inventory full. So, und was haben wir drin? Nichts. In den Artillerietürmen ist Munition und wir haben zwei Reaktoren, in denen ein wenig Uran steckt. Mhm. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Übrigens ist mein Inventar voll, nur falls ihr euch wundert, ne? Okay, da ist der Gravity Generator. Den könnte man auch gleich mal zerlegen. Hier dampft und brennt es auch noch ganz mächtig. Okay, da fehlen uns noch ein bisschen Triebwerksteile, aber die können wir hier rausziehen. Für die Frage, wollen wir diese ganze Station überhaupt mitschleppen? Brauchen wir die in der Form? Conveyor Junction? Hm. Inventory full. Inventory full. Vielleicht sollte ich mal Zeug abschmeißen. Ich habe so das Gefühl, mein Inventar ist voll. Ich meine, generell haben wir schon ganz ordentlich was eingesteckt, aber ich muss sagen, dafür hat sich das Schiffchen eigentlich recht gut gehalten. Ja gut, klar, die Schnauze hat böse was abgekriegt. Schön, das habe ich erst repariert, das freut mich. Hier drin ist uns das Schweißgerät geplatzt. Die Antenne hat es auch leider nicht geschafft. Ja, ich habe schon wieder vergessen, Zeug abzuwerfen. Sag mal, das wollte ich jetzt die ganze Zeit machen. Da. Und dann tue ich es wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Wie sieht es denn aus? Ja, 10,6K Schrott. Das ist jetzt natürlich super wichtig. Den müssen wir mitnehmen und guck mal, wie viel Platz ich plötzlich im Inventar habe.
So, damit können wir schon mal wenigstens hier die brennenden Triebwerke wieder stopfen. Sieht's denn hier so aus? Wir haben, naja, einen Interior Turret haben wir verloren. Vorne unsere Schutzabdeckung. Stahlplatten fehlen. Naja, Stahlplatten ist jetzt nicht so das Problem. Die gibt es hier zufälligerweise günstig abzugeben. Inventory full. So, und damit sollten wir soweit unsere Flugfähigkeit wiederhergestellt haben. Wie sieht es denn von unten aus? Von unten sieht es eigentlich relativ gut aus, abgesehen davon, dass hier... Nee, da stopp, da ist nichts weggeballert. Da fehlt uns die das Spotlight. Ja, ein bisschen Glas wäre noch gut. Kriegen wir hin. So natürlich nicht mehr. Es sei denn, ich schmeiß wieder den bisschen Schrott raus und sag, ich möchte hier mal gerade kurz dran knuspern. Danke. Und da ist Schiff. Ach ja, ernsthaft schon wieder. Hier unten hat es sich eigentlich ganz gut gehalten. Ja, hier neben, okay, das waren wieder die Deko-Teile, die sind zerstört und halt eben das Schweißgerät, das ich hier eingebaut hatte. Was Areas Off Limits, deine Mutter ist Off Limits. Was willst denn du? Imber Command. Wo kommt jetzt ein Imber her? Ich sehe einen Assert, ich sehe einen Assert. Ach so, der Danger ist schon wieder, der nervt. Ich muss jetzt wieder irgendwie meinen, er muss jetzt hier einen Dicken raushängen lassen. Wäre natürlich auch eine schöne Überlegung, um mal zu testen, wie gut oder schlecht ist die Corvette, wenn es richtig, richtig hässlich wird. Ich meine, das war jetzt eben schon nicht ganz perfekt, gebe ich zu. Auch von mir nicht perfekt geflogen. Hab dann irgendwie doch zu früh geschätzt, dass da noch Dinge tot sind, die noch nicht tot waren. Die uns dann doch schlussendlich ein bisschen... Inventory full. Schon wieder voll. Warum? Achso, ja, weil einfach voll, ne? Also noch mehr Zeug wegstöpfen. Zack, so. Und ganz wichtig, ich wollte den Schwerkraftgenerator abschalten, damit nämlich nicht die ganze Zeit die Teile hier rumfliegen. Wo war denn der jetzt? Oder hat mehrere? Ja, guck mal, das sollen hier wieder so Schlafquartiere sein. Okay. Da ist ein Sitz für Leute, die mal ganz viel Ruhe haben wollen, oder wie? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier sind noch ein paar Container. Und was ist da drin? Nichts. Bisschen was. Raketen. Medkit. Credits. Zwei Zonenchips. Oh, cool. Könnte ich mir theoretisch einen Zonengenerator um die Asteroidenstation packen. Das Problem ist nur, das dann zu füllen wird eine Weile dauern. Inventory full. Und ja, eigentlich wäre ich echt geneigt, das Ding einfach abzuschleppen. Weiß jemand, ob ich da noch einen kleinen Turm hatte? Ich glaube nicht, ne? Außerdem ist es die Oberseite. Habe ich hier irgendwo den Platz, wo ich... Hier kriege ich einen Landing hier ran, oder? So rum. Ist die Frage, ob das eine geile Idee ist, das weiß ich auch noch nicht. Hat wahrscheinlich einen Bremsweg bis zum Mond und zurück. Inventory full. So, wo gehen wir dann am besten ran? Ich würde sagen, von hier.
Das wäre eine gute Stelle. Das heißt, wir fliegen einmal drumherum. Und ja, ich finde auch, dass die Panzerung ziemlich merkwürdig verformt. Also ich meine, irgendwie auf der einen Seite hast du die kleine Panzerung, die sich sofort irgendwie biegt wie sonst was, also die leichte, was erstmal okay wäre. Aber die schwere biegt ja auch nicht viel weniger. Hat dabei aber so gut wie keinen Teileverlust. Also hatte ich sie in ein paar Stellen gesehen, dass das Zeug echt krass verzogen war. Obwohl meiner Meinung nach eigentlich gar nicht so heftig viele Teile gefehlt haben, die ein Verziehen in der Größe gerechtfertigt hätten. Das einzige Problem ist jetzt nur, wenn ich das Ding hier anschleppe, muss ich sehr, sehr darauf aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Basis fliege. Weil da haben wir auch Verteidigung. Und die würde wahrscheinlich sehr schnell sagen, oh, du bist mir aber nicht geheuer. Na? Okay, jetzt haben wir das Ding angelockt. Könnte es überraschend gut drehen. Hätte ich jetzt irgendwie mit mehr Widerstand gerechnet. Dann würde ich sagen, schleppen wir das Ding mal in Richtung Asteroidenbasis an. Vielleicht nicht zu schnell. Sollte man nicht viel schneller als 30 Meter pro Sekunde. Zack, Trägheitsdämpfer aus. Und dann driften wir mal so langsam darauf zu. Ja, schön. Einfach mal so eine komplette Station abschleppen. Warum auch nicht? Was heißt G-Salvage? Hat da irgendeine Drohne was gefunden anscheinend? Oder war das noch die eine vom Test? Gute Frage, können wir gleich mal nachschauen. Nächste Frage ist, wann muss ich anfangen zu bremsen? Um nicht zu nah an die Station zu kommen. Klar, ich könnte natürlich auch erstmal alle Teile klein machen. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal so mit 25 Sachen da raus. Schon wieder alles einstecken. Achso, die ganzen Chips und so weiter. Zeug, das, glaube ich, nicht so weit ohne weiteres einfach im Cargo verschwinden möchte. So, das war vom alten Blueprint. Ich muss den mal, glaube ich, erneuern. So, und dann schauen wir mal, wie es da vorne aussieht, was ihm da so alles fehlt. Einiges. Einiges, was Metall braucht. So wie mir das aussieht. Also sind wir aber schon langsam wieder auf Nullgeschwindigkeit runter. Ja, Metal Grids wird ein Ding. Hier ist erstmal alles feini soweit, glaube ich. Nein, nicht ganz.
Und auch hier mal schon ein bisschen was einkassiert, oder? Ja, Geschützturm ist auch flöten gegangen. Irgendwas stimmt hier mit dem Overlay nicht so ganz. Ich glaube... Ah, das ist definitiv noch ein alter Blueprint. Das hier ist definitiv noch ein alter Blueprint, okay. Das heißt, hier muss ich mal dringend aktualisieren. Und dann eine neue Version davon mal irgendwie in den Start bringen. Aber das alles nicht mehr Teil dieser Folge. Wir sind schon wieder mal durch soweit für heute. Euch daher auf jeden Fall wieder danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei uns im Nerdzeitalter. Ciao!